Hormonspirale, Hormonpflaster, Hormonspritzen, Kupferspirale, Pillen. Wenn man eine Gebärmutter hat, dann gibt es ziemlich viele Möglichkeiten zum Verhüten. Wenn man einen Penis hat, dann ist die Möglichkeit ziemlich begrenzt. Also es gibt das Kondom. Und wenn du keinen Bock auf das Kondom hast, dann gibt es nur noch eins, und zwar Samenleiter durchschneiden. Aber Alter, wie kann es sein, dass es für Männer so wenig Verhütungsmethoden gibt? Wobei, stimmt da nicht ganz. Es gibt nämlich noch diesen Verhütungsring. Die Hodensackhaut zieht man ebenfalls durch den Ring durch. Aber viel Forschung an Verhütungsmethoden für Menschen mit Penis ist einfach stehen. Also ich weiss nicht, wie angenehm das da ist. Irgendwie tönt das nicht gesund. Ist das auch die Kastrationsangst, Männlichkeitsverlust? Aber gewisse Ideen werden auch weiterentwickelt. Und danach nimmst du das Gerät zwischen die Beine und dann drückst du den Knopf und dann geht der Ultraschall los. Laut der aktuellen Gesundheitsbefragung verhüten immer noch die meisten Menschen mit Pillen oder Kondom, aber die Beliebtheit ist zurückgegangen. Braucht es mehr Verhütungsmethoden für Männer? Das wollte ich herausfinden. Was kennst du alles für Verhütungsmethoden für Männer? Für Männer? Ja. Das einzige wirklich ist eigentlich Kondom. Außer Kondom eigentlich nicht, außer halt kastrieren, aber. Sonst? Und für Frauen? Die gibt es relativ viel. Pflaster, Ring, Stäbli. Für mich Dom. Ich habe eine Spirale. Ja. Ich muss nicht viel mehr machen. Aha, ihr seid zusammen? Ja, voll. Okay, alles klar. Findest du es unfair, dass es so viel für die Frauen gibt und so wenig für die Männer? Nein, ich finde es eigentlich eher unfair, dass man mehr die Verantwortung an der Frau selber gibt bei solchen Sachen. Naja, der Mann ist ja mindestens gleich beteiligt und gleich schuld dran. Also ich habe es mir jetzt noch nie so überlegt. Ich bin jetzt nicht so die findet, oh mein Gott, wieso müssen jetzt die Frauen das unbedingt machen oder so. Aber ich fände es natürlich schon mega cool, wenn nicht ich immer müsste nur zu meinem Frauenarzt zäckeln. Und das ist auch finanziell etwas, so, ja, einen Unterschied macht. Kennst du die thermische Verhütungsmethode? Nein, erzähl mir mehr. Okay. Das ist so ein Ring, wo man als Mann den Penis durchstecken kann. Okay. Und den Hoden, und dann wandern so die Eier in den Bauch. Und dann wird die Spermienproduktion eigentlich so gestellt. Ja, genau. Könntest du dir das vorstellen? Nein, nicht. Nein. Das müssen wir jeden Tag 15 Stunden anlegen. Nein. Wieso nicht? Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass es unangenehm wird. Ja. Also ich weiss nicht, wie angenehm das da ist. Irgendwie tönt das nicht gesund. Okay. Weiss nicht. Wie siehst du, findest du, Verhütung ist gerecht verteilt? Schreib es da unten in die Kommentare. Was gibt es für männliche Verhütungsmethoden, was für weibliche? Ich habe das Gefühl gehabt, was die Leute aufgezählt haben, ist denen dann auch bewusst worden, so, es ist ein riesen Gap dort dazwischen. Aber trotzdem habe ich auch das Gefühl, dass viele eigentlich nicht wirklich etwas wollen an der Situation ändern oder einen Schritt wollen machen. Aber einer, der bereit ist, etwas zu ändern, ist der Yannick. Er tut seit einem halben Jahr mit der thermischen Methode verhüten. Wo ist er? Hi. Yannick, hä? Ciao. Drehst du den Ring jetzt gut? Ja. Zeig mal. Wie fühlt sich das mittlerweile an? Ich spüre es eigentlich nicht. Also nur in ganz seltenen Situationen. Wenn ich irgendwie etwas Schweres löpfe oder irgendwie so. Aber sonst eben, wird ab und zu gefragt, so, du drehst nicht jetzt den Zahn? Ja, ich trage nicht. Aber wirklich, also jetzt gerade spürst du eigentlich nichts? Nein. Wie funktioniert der Ring ganz genau? Den stellt man über seinen Penis und die Hodensackhaut zieht man ebenfalls durch den Ring durch. Und so wandern die beiden Hoden in den Leistenkanal, also in den Bauchraum hinein. Und sie so der Körperwärme von 36,5 Grad ausgesetzt und nicht wie im Hodensack 34,5 Grad. Dann setzt die Spermienproduktion aus und nach etwa 2 Monaten ununterbrochenem Tragen, also 15 Stunden am Tag, jeden Tag, 7 Tage in der Woche, kommen keine neuen Spermien mehr. Und ab dann gilt man als verhütet, wenn 2 aufeinanderfolgende Spermiogramme sagen, dass man unter 1 Million Spermien pro Milliliter im Ejakulat hat. Und wie sicher ist das Ganze? Also seit 1984 hat es 15 Studien gegeben. Es ist grundsätzlich vergleichbar mit einem Pearl-Index, aber es ist halt nicht in dem Sinne wissenschaftlich hart bewiesen mit einer gross angelegten Studie. Was sind so Nebenwirkungen? Es ist halt Silikon auf der Haut und man schwitzt oder so. Zum Teil beißt es einfach so ein bisschen. Ja, aber wenn man jetzt für Scham hat, zupft man sich sicher die ganze Zeit alle aus. Und das ist jetzt nicht angenehm. Aber eben, wir reden von so ein bisschen Beissen, Jucken,
nicht so wohl sein. Okay. Nicht von Thrombose, irgendwie veränderte Libido oder so. Oder, ja, Sachen, die ich finde, das ist eine recht, recht krasse Einschränkung. Also wie es zum Beispiel bei den Pillen wäre oder so. Genau. Und bis jetzt ist die Reversibilität, also dass man eben wieder Spermien produziert, ist bei der maximalen Dauer von 4 Jahren bei 100% der Anwender ist einfach die Fruchtbarkeit wieder zurückgekommen. Du verhütest auch nicht nur mit dem Ring, sondern auch mit dieser Wärmeunterhose. Kannst du mir die mal zeigen? Hey, aber es ist nicht irgendwie mega... Qualitätsprodukt, das ist doch ein DIY-Style. Und es hat einen Akku und hat so ein Wärmepad. Und er heizt einfach die Hose oder respektive das Pad etwa so auf 40, 42 Grad. Und ich trage das zum Beispiel jetzt einfach in der Nacht. Aber es wird halt so als Wellness-Produkt oder so verkauft, eben, weil es halt auch keine Zulassung hat. Also das ist auch nicht zertifiziert? Das ist auch nicht zertifiziert. Mach's gut, der Yannick hat sich intensiv mit dieser Verhütungsmethode auseinandergesetzt. Und das Ganze klingt auch logisch, aber ich bin auch ehrlich. Die Verhütungsunterhose die hat mich etwas abgeschreckt, weil sie ziemlich improvisiert aussehen. Und auch beim Ring habe ich ein bisschen Skepsis. Nicht, dass er nicht funktioniert, sondern mehr, dass er zu umständlich ist, dass er sich durchsetzen kann. Aber der Ring hat eh gerade einen Rückschlag erlitten, nämlich in Frankreich, von wo der Ring kommt und wo schon einige Leute mit dem verhütet, ist der Verkauf vorübergehend verboten worden. Weil bis jetzt ist der Ring ohne gültige CE-Zertifizierung verkauft worden. Das ist eine Zertifizierung, die in den EU-Qualitätsstandards garantiert. Aber wo sind andere Ideen stehen geblieben? Wir haben recherchiert. Was ziemlich crazy ist, an hormoneller Verhütung für Männer, sei das mit Spritzen, Gel oder Implantat, wird schon seit 50 Jahren geforscht und trotzdem ist heute noch kein Produkt auf dem Markt. Eine grosse WHO-Studie mit einer Hormonspritze hat einen ähnlich guten Verhütungseffekt wie die Pille für Frauen gehabt. Trotzdem ist die Studie frühzeitig abgebrochen worden, weil 10% der Teilnehmer haben über Nebenwirkungen geklagt wie Gewichtszunahme, Depressionen, kein Bock auf Sex, also ähnliche Nebenwirkungen wie bei den Pillen für Frauen. Und das finde ich auch krass. Es hat in Deutschland eine Pharmafirma gegeben, die erfolgreich an einem Hormonpräparat für Männer geschafft hat. Eine Kombination aus Spritzen und Implantat. Bis die Firma von Bayer gekauft worden ist und die Forschung eingestellt haben. Bayer sagt wegen dem unangenehmen Anwendungsschema, andererseits ist Bayer Marktführer bei Verhütungsmitteln und macht mit Spiralen und Pillen richtig viel Cash. Also ich könnte mir vorstellen, sie wollen einfach nicht ihr Geschäftsmodell gefährden. Zu dieser Vermutung hat Bayer auf Anfrage aber nichts sagen. Bei anderen Methoden ist Geld das Problem. Das Samenleiterventil hat einen Schalter, wo man die Spermienzufuhr ausschalten kann. Der Erfinder findet bis heute nicht genug Geld, um eine klinische Studie zu finanzieren. Aus Vasalgel kommt frühestens in ein paar Jahren. Da wird eine Substanz in Samenleiter gespritzt, die die Spermien aufhalten. Mit wiederum einer anderen Substanz kann man die Barriere wieder zerstören, wenn man doch Kind will. In Zürich haben die Hodenbader, ja, die heissen so, weil sie ihre Hoden gebadet haben, die haben in den 80er versucht, ihre Spermien durch warmes Wasser zu reduzieren. Erfolgreich, muss man sagen. Und Aktivisten in Frankreich haben eine Unterhose genäht, wo die Hoden wieder zurück in den Bauch gedrückt haben. Ähnlich wie das, was Yannick macht. In diese Richtung wird auch weiter geforscht. Rebecca ist eine Designerin aus München und sie findet thermische Verhütung eigentlich voll interessant. Sie findet aber, es hätte einen angenehmeren Weg gegeben. Aus diesem Grund hat sie in so einer Schale entwickelt, oder sie ist sie noch dran am entwickeln, wo man die Hoden drin dünkelt. Quasi Hodenbaden 2.0. Du musst Rebecca sein. Livio, freue mich. Hallo, Livio. Hallo, Rebecca. Wie bist du auf die Idee gekommen, Koso zu entwickeln? Verhütung ist so seit den letzten 2 Jahren immer wieder Thema gewesen im privaten Bereich, Freundeskreis. Viel diskutiert mit Nebenwirkungen, was gibt es für Alternativen. Also das Thema war irgendwie präsent. Und gleichzeitig hatte ich Mitte 2020 die Diagnose der Gebärmutterhalskrebsvorstufe. Und die Ärztin, die mich behandelt hat, die hat mir erzählt oder gesagt, dass es eben von der Pille kommen kann. Und in Kombination mit dem HPV-Virus kann es dann eben ausbrechen. Okay. Und dann war für mich klar, okay, dann möchte ich mit der Pille und hormoneller Verhütung nichts mehr zu tun haben. Wann kam so der Zeitpunkt, als du dachtest, so, das ist voll unfair, dass es so ungerecht verteilt ist? Ich habe eigentlich nie darüber nachgedacht, ob das unfair ist oder nicht, weil ich finde, dass auch die Männer da nichts dafür können, weil es einfach die Optionen gar nicht gibt. Und deswegen ist einfach Zeit, dass sich jetzt was ändert. Und da habe ich mich als Gestalterin gefragt, okay, wie könnte ich sowas angehen? Und dann
habe ich mich auf die Recherche begeben und Stück für Stück dann Koso entwickelt. Dann hereinspaziert. Vielen Dank. So, tada. Das ist es jetzt. Darf ich es anfassen? Ja, klar. Das ist unser erster Prototyp, der mit den Maßen und Dimensionen so sein soll, wie es dann auch hergestellt werden soll, ja. Und funktioniert das schon? Nee, das ist im Prinzip... Also wenn ich hier klicke... Nee, passiert nichts. Passiert nichts, okay. Genau. Man klemmt das zwischen die Beine, oder? Funktionieren tut das Ganze, indem wir Wasser eingeben, auf den Knopf drücken, das Ganze auf Betriebstemperatur erwärmen und danach nimmst du das Gerät zwischen die Beine und dann drückst du den Knopf und dann geht der Ultraschall los. Und zwar erzeugt der Ultraschall Tiefenwärme im hohen Gewebe und da kann schon bei niedrigen Temperaturen und kurzen Behandlungszeiten ein großer Effekt erzielt werden. Da wird dann die Spermienneubildung temporär unterdrückt und das war's auch schon. Und wie würde sich das jetzt für mich anfühlen, wenn ich sie so baumeln lasse im Wasser und der Ultraschall an ist? Ich bin jetzt kein Mann und kann nicht nachempfinden, wie empfindlich da die Hoden sind, aber ja. Ich denke, es ist vergleichbar mit einem Whirlpool. Man will jetzt vielleicht nicht eine Stunde drin sitzen, aber für 5 bis 10 Minuten ist vielleicht okay. Okay, und 15 Minuten? Rein hypothetisch ist es so, 2 mal 15 Minuten im Abstand von 2 Tagen wendet man das an. Dann setzt nach 2 Wochen die Verhütungswirksamkeit ein und anschließend wird es dann alle 2 Monate wiederholt. Okay. Genau, laut der Hypothese. Du bist ja Designerin und du entwickelst aber ein medizinisches Produkt. Bist du da die richtige Person für? Dadurch, dass ich keine Medizinerin bin, bin ich natürlich angewiesen auf Expertise. Deswegen habe ich auch mit ganz vielen Urologen und Andrologen gesprochen. Also der Androloge beschäftigt sich ja mit der Sexualfunktion des Mannes. Und so habe ich quasi die Kompetenz, die ich jetzt selber aus meinem Studium nicht habe, da versucht so mit abzudecken. Es gab ja schon viele Ansätze oder viele männliche Verhütungsmethoden, die konzipiert wurden, aber die am Ende des Tages gescheitert sind an der Finanzierung. Mhm. Wieso sollte das bei Koso nicht passieren? Dadurch, dass wir so positiven Rücklauf haben und so viele Leute fragen, kann ich als Kleininvestor investieren? Und auch große Investoren, die immer wieder anfragen. Deswegen, es ist zwar viel Geld, das wir brauchen für die Studien, aber da machen wir uns tatsächlich weniger Gedanken drüber. Wie kannst du dir diese Hodenangst erklären? Wieso kommt die immer? Wieso haben Männer oder auch Frauen Angst um die Hoden des Mannes? Du meinst jetzt in Kombination mit der Wärme, oder? Ja, und auch Ultraschall klingt auch so ein bisschen, möchte ich meinen Hoden nicht zumuten. Ich glaube, weil das in den Köpfen drin ist, dass zu viel Wärme den Hoden einfach nicht gut tut, weil man auch in den Medien immer wieder hört, es macht unfruchtbar, wenn man zu lange irgendwie sitzt, im Auto fährt oder wenn man zu lange im Whirlpool sitzt. Aber da haben die Experten gesagt, das ist zwar in den Köpfen so drin, aber davon wird man nicht unfruchtbar. Und das ist, glaube ich, eine Komponente. Und weil halt Männer eine Hemmschwelle haben, weil sie nie verantwortlich waren. Und auch ein großer Punkt, wir Frauen sind es gewohnt, dass wir zum Beispiel auch zum Frauenarzt gehen und untersucht werden im Intimbereich am Geschlecht. Und die Männer eben nicht. Also die haben da gar nicht so einen Bezug. Vielen Dank, Rebecca, für deine Zeit. Einen schönen Tag wünsche ich dir. Sieht nice aus. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, das neben meine Böckchen im Zimmer noch zu stellen und ich würde ab und zu meine Hütte drin dünkeln. Ich weiss halt wie nicht, ob es mega viele Männer gibt, die bereit sind für das. Aber man muss auch sagen, es ist schon recht viel zu machen. Also eben, jetzt kommt zuerst mal die erste klinische Studie mit echten Menschen, nicht mit Tieren. Und ich denke, da könnte ich mir vorstellen, dass auch noch ein Problem aufkommt. Dann wird sich zeigen, wie realistisch das Ganze ist. Aber gut ausgesehen tut es sich. Ich habe es schon am Anfang absurd gefunden von der Reportage, aber jetzt werden wir machen nur noch mehr so den Gap, den Unterschied zwischen Frau und Mann, was es für Verhütungsmittel gibt. Was könnten die Ursachen sein? Also es gibt halt für den Mann ein Verhütungsmittel, das Kondom, das gut nützt und halt auch gegen Geschlechtskrankheiten hilft. Und dann ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wie so die verschiedenen Geschlechter mit ihrem Geschlechtsmerkmal umgehen. Also Frauen gehen regelmäßig zum Frauenarzt, lassen das checken. Männer machen das eigentlich nicht. Außer es ist irgendetwas nicht gut, dann höchstens. Und ich habe das Gefühl, da
Also nicht, könnten sich vielleicht Männer auch ein bisschen an der Nase nehmen? Weil, wenn ich mir jetzt so überlege, so Militärzeit. Ich bin nicht ins Militär, aber ich bin an die Aushebung und dort hat es so geheißen, shit, im Fall, da gibt es einen Mann, der lenkt dir an die Hütte. Und das war ein riesiges Ding. Und ich glaube, da könnte man auch so ein bisschen chillen und das ein bisschen anders anschauen. Aber es ist mega spannend zu sehen, was da für so Projekte aus dem Boden kommen, was es da in Zukunft wird geben. Und ich bin gespannt, wie sich die werden entwickeln. Hey, es gibt außerdem auch noch einen Gap beim Orgasmus. Wir haben schon mal eine Reportage über das gemacht. Kannst du da reinziehen. Und falls du noch mehr willst, erfahren über Leistungsdruck im Bett, kannst du dir diese Reportage reinziehen. Und dass ich das in Zukunft nicht noch sagen muss, könntest du uns einfach abonnieren, um nicht noch mehr von Impact zu verpassen.